praktisch in allen Projekten des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts ist es nötig, dass wir hier in den europäischen Rahmenprogrammen zusammenarbeiten. Denn da können wir erst wirklich nicht nur Wissen abholen, sondern wir können auch in unterschiedlichen Gebieten Erfahrungen sammeln, die dann eben zu einer Lösung beitragen. Ganz typisch ist das bei Tuberkulose, eine Armutskrankheit, wo es darum geht, die Resistenzentwicklung zu fassen, die Dynamik und neue Medikamente, neue Behandlungsmethoden bei resistenten Tuberkulose eigentlich zu entwickeln. Das ist nur möglich, wenn wir in verschiedenen Gebieten arbeiten, wenn wir einen großen Schirm haben und wenn wir auch die Möglichkeit haben, nicht ein Projektchen zu führen, sondern ein Programm zugunsten der Bevölkerung aufzustellen.